Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Totally Accurate Battle Simulator, also der total akkurate Schlachtsimulator. Wie der Name ist auch das Programm total akkurat, wie man schon sieht mit diesen Knubbelmännchen. Und ich möchte schon im Vorfeld sagen, ich kenne Videos zu dem Spiel, also ich habe hier und da ein paar lustige Videos gesehen, ich kenne so ein paar Sachen zum Spiel, aber selbst gespielt habe ich es noch nicht. Ich bin jetzt frisch rein, ich habe gerade mal ein paar Minuten im Spiel, einfach mal ich kurz in die Einstellungen geschaut habe und geguckt habe, ob es zur Aufnahme funktioniert. Das bedeutet, was selbst Spielen angeht, bin ich hier nahezu komplett blind, also auch was die Steuerung angeht. Deshalb gucken wir uns zusammen einfach mal das Spiel an und starten einfach mal mit dem Tutorial, was die Einführung höchstwahrscheinlich ist. Und man sieht schon so an den Figuren. Also das Spiel ist total Panne, aber es ist mega lustig von den Videos, die ich dazu gesehen habe. Und ich bin echt mal gespannt, das selbst zu spielen. Vor allem, weil jetzt so langsam das Release-Bild draußen ist. Es war eine sehr, sehr lange Zeit im Early Access und das soll jetzt, soweit ich weiß, wirklich das Release-Bild sein. Weshalb ich mir jetzt wirklich gedacht habe, weil ich das Spiel schon lange auf dem Schirm habe und seit ein paar Jahren so halbwegs beobachte und ein paar lustige Schlachten mir dazu angeguckt habe, dachte ich mir, jetzt machen wir es einfach mal. Und gut, starten wir mal mit der Einführung und starten. Ich glaube, die Levels hier sind sehr, sehr kurz. Ich habe überlegt, ob ich das irgendwie nach Leveln sortieren will, das Let's Play, aber das kann ich eh vergessen, weil so ein Level geht, glaube ich, wirklich nur ein paar Minuten nach dem, was ich so gesehen hatte zum Spiel. Deshalb gucken wir einfach mal spontan. Vielleicht kriegen wir das gesamte Tutorial in einem Video durch, um uns mal anzugucken, was es so mit dem ganzen Spaß auf sich hat. Ja, wir fangen an mit Knüppel. Bäh. Okay, besiegt das blaue Team. Mehr müssen wir nicht. Okay, dann kann ich mich schon mal gleich mit der... Oh, okay. Die Kamera ist arg langsam, aber vielleicht muss es auch soweit sein. Umgucken. So nicht. Wie gucke ich mich um? Ich meine, ich kann reinzoomen. Sehr weit, oh Gottes Willen, ich kann arg weit reinzoomen. Wie ändere ich die Kameraperspektive? Ich meine, ich habe... Okay, gut. Mit Q und E. Dann würde ich mal fix sagen... Gucke ich mal ganz kurz in den Steuerungen, dass ich mir das angenehm zurechtstelle. Weil ich habe überlegt, vielleicht komme ich mit der Standardsteuerung zurecht, aber es sieht nicht ganz so aus. Ich gucke mal ganz kurz. So, jetzt bin ich ein bisschen klüger. Und ja, ich weiß jetzt auf jeden Fall, wie man hoch und runter zoomt. Also das haben wir schon gesehen, dass man hoch und runter geht. Habe ich mir jetzt ein bisschen praktisch umbelegt. Und mehr geht an Bewegung eigentlich nicht. Ich kann die Kamera noch schneller machen mit Umschalt. Aber eine Sache, die ich übersehen hatte, weil ich habe lang gesucht, hä, wie kann ich denn die Kamera rotieren? Es gibt eine freie Kamera, da kann ich umschalten, zack, schon haben wir die freie Kamera und jetzt können wir uns ein paar Sachen angucken hier. Diese wunderbar modellierten Höhlenmenschen mit... Wieder den Kopf so seitlich hält. Oh Mann, ey, ganz ehrlich, das Spiel ist so behämmert. Alle Leute, die es noch nicht kennen, seid gespannt, wie das dann losgeht. Wisst ihr was? Wir haben jetzt erstmal nur Steinzeitmenschen. Also soweit ich weiß, gibt es hier Krieger in verschiedenen Kategorien und das Spiel ist ganz einfach gehalten. Der Gegner hat eine Armee und dein Ziel ist es einfach, die zu besiegen. Du hast eine gewisse Menge an Ressourcen vorgegeben, das heißt, damit kannst du dir jetzt Einheiten kaufen und... Diese Einheiten werden dann von selbst auf den Gegner zumarschieren, sobald die Runde losgeht und man guckt, ob das hinhaut oder nicht. Wir können jetzt selbst Knüppler nehmen. Machen wir uns mal 4 Stück. Dann gibt's Beschütze. Ja, Name ist Programm. Die haben ein Schild und schützen nichts wahrscheinlich. Kann man da sein? Okay. Auch ein ziemlich lustiges Helmchen auf der Junge. Dann haben wir noch Speerwerfer. Komm, dann machen wir mal auch. Reicht das vom Geld eigentlich? Machen wir mal 2 Stück hinten dran. Okay, alles klar. Ich werde eine Menge Fallen mit dem Spiel haben, das ist einfach so bedeppert. Okay, ich glaube, wir können kämpfen und so. Dann können wir das Spiel angucken, dass es losgeht. Ah, mit Maus... Okay. Mit linke Maustaste kann ich die Zeitlupe aktivieren. Und da sehen wir sie, wie sie aufeinander... Ah, jetzt haben wir das Tutorial von wegen Laufen. Okay, alles klar, dann clasht mal. Die Physik in dem Spiel ist einfach so bekloppt, wie die miteinander rumrangeln und irgendwie... Aber es ist auf eine gewisse Weise trotzdem total spaßig. Yay, gewonnen.
Also so ein Level ist an sich ruckzuck. Also nach Leveln sortieren wird hier sehr, sehr schwer gehen. Also, und ich werde auch schon mal ankündigen, das wird jetzt kein absolut durchgängiges Let's Play sein, von wegen, dass es jetzt jede oder jeden zweiten Tag eine Folge gibt. Ich werde das einfach immer wieder mal spielen, wenn ich Lust habe, und dann gibt es immer mal wieder eine Folge rein. Und irgendwann werde ich es bestimmt beenden, aber ich mache das einfach so nach Lust und Laune, würde ich mal sagen. Immer mal so eine Folge von, keine Ahnung, vielleicht 5 Matches oder 10 Matches oder so. Also Tutorial versuche ich jetzt in einem Stück und danach gucke ich einfach mal, wie ich das sortiere. Okay. Oh Gott, eine ganze Menge Speerwerfer. Aber mal so rein angenommen, eine reine Linie aus Beschützern. Die müssten doch eigentlich, ich weiß nicht, können die irgendwie großartig angreifen mit ihrem Schild? Guck mal, jetzt machen wir einfach so eine fette Schildwallformation. Ab geht er. Also das Schild ist nicht so gut, wie ich es mir gehofft hatte. Aber hey, sobald der Speer weg ist, haben die kein... Ach, jetzt kommt der neue. Ist da mal mit so einer Türe gerammt. Ja, ja, zeig's ihm! Putz! Ey, das funktioniert? Ich bin überrascht. Ich war überrascht, wie schnell die trotzdem, trotz ihrer tollen Türe... Oh Mann, ey. Yay, Sieg. Ja, wie gesagt, es wäre ein bisschen lächerlich hier zu sagen, wir sortieren nach Levels, ne? Das wird ja, glaube ich, auch später nie anders sein, so von der Geschwindigkeit. Ansonsten, ich glaube, an der Arena ändert sich nicht so viel, ne? Wir haben immer so diese Steinzeit-Arena gerade. Okay, jetzt haben wir... Oh, was bist denn du? Du bist neu. Was bist du? Sogar... Sein Schädel hat auch Augen. Holla. Okay, das ist ein Steinwerfer. Hier haben wir einige Keule. Steinwerfer. Alrighto, dann würde ich mal sagen... Was ist denn mit den Schreien hier los? Oh Mann, das Spiel ist so bescheuert. Warum spiele ich das jetzt erst? So, okay. Mal ein paar Speere ins Gesicht, würde ich sagen, für diese Leute. Dann eine gute Knüppelfront in der Mitte. Mal ein bisschen weit auseinander. Ich weiß nicht genau, was die Einheiten hier machen. Ach komm, extra Beschützer an der Flanke jeweils. Und dann haben wir noch 130. Das reicht für nur noch eine Einheit. Komm, mal einen Speerwerfer in der Mitte oder so. Okay, schauen wir mal. Ja, den hat's erwischt. Oh ja, okay, was auch immer diese Schamanen machen. Wir kamen noch nicht zu viel. Okay, die überwältigen wir gerade mit reiner Masse. Ja, hier, die werfen mit Speer... mit Stein und hat einen Speer zwischen den Beinen stecken. Ja, wunderbar. Okay, so langsam kommen wir dahinter. Das ist immer noch mehr als die Steinzeiteinheit. Holla, das ist eine ganze Formation. Okay, und das ist eine Formation, bei der ich sagen würde, da wird es ein bisschen schwierig mit Speerwerfern. Okay, ich habe gesehen, dass Speerwerfer oftmals durch. Vielleicht hatten die einfach nur Glück bei den Speerwurfen, dann direkt durch das Loch getroffen. Durch dieses Guckloch. Dann würde ich mal sagen, was können diese Knochen? Es steht ja nicht genau da, ne? Es ist einfach Learning by Doing. Ah, Steinwerfer haben wir auch. Weißt du was? Wir probieren mal Steinwerfer und Knochenmagier. Und ich möchte mal gucken, ob das irgendwas macht. Oder was die machen. Dann machen wir noch ein paar mehr. Komm. Noch mehr Knochenmagier. Noch ein paar Steinwerfer. Oh, ich bin schon... an der Grenze. Okay, dann gucken wir mal. Was machen denn die Knochenmagier? Oh, du Heilige! Okay, die machen so einen Knochensplitter. Ja gut, aber dann muss das ewig lang... hat ewig lang Cooldown. Jetzt werden wir überwältigt. Okay, ich meine... Baseballer. Es war interessant, aber ich glaube, das wird so... aua, der hat wehgetan, glaube ich. Alles klar. Nein, wie kann ich... Also, machen wir mal wieder weg. Schön mittig ein Knochenmagier, vielleicht ja. Und komm, wer im Glashaus sitzt, ne? Machen wir ganz viele Steinwerfer. Das könnte doch... Man könnte denken, die haben da einige Leute auf dem Klo aufgenommen mit starker Verstopfung.
Yay, Steine. Ui, ja, das hat gesessen. Jetzt ein bisschen Zeit schinden da vorne, genau, dass man noch ein paar Steine werfen können. Der Knochenmark, hier kommt nur einmal zum Herumknöchern. Oh ja, die Steine. Okay, wenn die sich so richtig schön versammeln, dann kommen die Steine rein. Aua. 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 Komm, werf nochmal. Werf nochmal. Ja. Oh nein. Oh oh. Nein. Oh. Wieder noch so, so. Das ist dieser Blick so im Sinne von: Sie müssen mir glauben, Richter. Ist meine Keule gelaufen. Ich tue hier nichts, ich tue nichts Verdächtiges. Okay. Ich meine, es ist cool, diese Formation mit Stein zu bewerfen. Keine Frage. Aber wisst ihr, was auch cool ist? Euch einfach mit purer Masse zu bereiten. So eine richtig fette Knüppellinie einfach nur ins Gesicht. Mal gucken, wie das wirkt. Versucht ihr mal halt so halbwegs einzukreisen. Knüppel auf den Sack und so. Aber ich glaube, diese... Okay, das Einkreisen ist ziemlich schnell ein verwirrter Haufen. Oh Gott, werden wir hier zerstört. Hey, ich wollte jetzt mal schauen, wie viel... Das ist ein Gerangel, das könnte direkt aus irgendeinem Cartoon kommen. Das ist Wahnsinn, wie wir zerstört. Das sind diese Typen mit ihrer Tür so... Ja, das ist halt übel, wie die vertrimmen, ne? Bis jetzt weicht er aber ziemlich gut aus. Okay, so viel dazu. Kann ich alles löschen? Ah. Eins, zwei, drei... Dann ein paar Steinwerfer hinterher. Dann in den aufgelösten Haufen ein paar Speere rein. Und ich würde mal sagen, zwischenzeitlich, ich meine, so hier und da jetzt zusätzlich zu denen ein paar Beschützer zu haben, die ja noch nebenbei laufen und was tun, ist gar nicht mal so eine schlechte Idee. Versuchen wir es mal so. Komm, mach die Knochen rein, die stehen gerade wunderbar. Ui. Okay, das lief sehr, sehr gut. Aber ich glaube, enge Formationen haben wir durchaus einen Vorteil, kann das sein. So, Speerwerfer bitte nochmal werfen. Ja, ja, ja. Jetzt müssen die bloß noch einmal werfen können oder irgendwas tun. Nicht einfach umknüppeln lassen. Ja, werf, werf! Oh mein Gott. Oh mein Gott, nein. Was tust du? ja. Okay, die Mission ist echt nicht... Ich meine, die Knochenmagier hauen übelst rein. Das Problem ist dann, sobald der Recharge da einmal weg war. Sobald die aufgelöst sind, muss dann eigentlich meine Nahkämpferei rein. Wisst ihr was? Die drei brechen dann wirklich richtig schön die Formation hier auf. Und erst danach kommen dann meine Nahkämpfer rein, um dann das auszunutzen, das ganze Chaos. Schauen wir mal. Ja, ich meine, das funktioniert super. Und jetzt sind die richtig schön aufgesplittet. Aber echt, sind die richtig, richtig im Arm. Toll, der Speck ging den eigenen Mann hinten rein. Ja, okay, das lief jetzt sehr, sehr gut. Okay, alles klar. Gut. Oh. Neues. Das sind auch neue Gegner, ne? Sind sie einfach nur Dudes? Das sind einfach nur irgendwelche... Okay, das sind mir so Bauernmilizen mit Heugabel quasi. Was seid ihr von der neuesten Modeschau oder was ist hier los? Okay, schauen wir mal. Ich selbst kann immer noch nur... Ich könnte einen Mammut bauen. Ein Häuptling. Ein Mammut... Was macht ein Häuptling? Ein Mammut darf ich gar nicht bauen. Hui, mit zwei Echsen. Oh, ja, ja, ja. Komm, da haben wir den Häuptling mit seiner Eskorte. Ich würde alleine gerne mal gucken, was der Häuptling macht. Und wisst ihr was? Wir können ja hier an den Seiten ein paar Speerwerfer aufstellen. So, viel Spaß. Ach, das sind Frauen? Also, die springen ja auf einen drauf. Oh Gott, der Häuptling hat seinen Spaß, ey, Wahnsinn. Wurde aber überwältigt, wie es aussieht. Warum sind die plötzlich so klein? Äh?
Komm, den kriegen wir. Den krieg... Wollte schon gerade sagen, ey, nicht, dass ihr jetzt... Hallo. Das wäre jetzt echt, wenn die jetzt ihren eigenen Typ abgestochen hätten. Oder kommt jetzt durch und macht den noch alle kaputt. Okay. Alles klar. Hätten wir doch geschafft. War doch kinderleicht, nicht wahr? Was ist das? Das ist, glaube ich, von einem anderen Zeitalter jetzt Einheiten. Ich meine schon allein diese Peasants da. Was zur Hölle sollt ihr darstellen? Sind die einfach in so einem Strohballen eingewickelt? Also rein theoretisch. Also ich würde mal sagen, auf diese Weise sind sie weniger anfällig, höchstwahrscheinlich gegen Stoß, also gegen irgendwelche Blandwaffen, also Steine, irgendwas, was Aufprall macht. Aber sowas wie Schwere müsste immer noch locker durchkommen, ne? Ihr habt Flaschen in der Hand, okay. Okay, was hat. Ich hab genug für einen Mammut. Olla, okay, viel Spaß. Ja, das Mammut hat Spaß. Die werfen mit Flaschen, das sind einfach nur wirklich. Das Mammut ist aus. Olla. Okay. Und Rüssel drauf. Ja gut, okay, man kann auch einfach drüber trampeln. Ja. Mammut vor Wien. Alles klar. Noch mehr Peasants. Wisst ihr was? Die Häuptlinge fand ich ganz interessant. Von denen mache ich mal ein paar. Das sind so richtige Berserker einfach nur. Komm, so als hinterste Front noch ein bisschen was. Komm, jetzt gucken wir mal, was die Häuptlinge da machen, wenn sie da ein bisschen... F, um eine Unit zu... Moment mal, ich hab... ich kann selbst... Oh mein Gott. Hä? Ich kann selbst damit zuhauen? Ich wusste gar nicht, dass das in dem Spiel geht. Jetzt habe ich gar nichts von der Schlacht gesehen, aber man kann selbst Steuerung übernehmen über eine Einheit. Cool. Das wusste ich gar nicht, dass das geht. Ich habe immer nur so Schlachten von außen gesehen, wie immer Leute das beobachtet haben. Aber die Häuptlinge sind da... Wie goldig die aussehen. Okay. Interessant, dass ich possessen kann, um selbst zu... Wenn ich dann so einen Speerwerfer übernehmen kann, ich dann auch wirklich aktiv... Weiß mal ganz im Ernst. Das sind doch nur ein paar Sensen-Dudes. Ihr habt nichts gegen meine Speere. Ich glaube, ich treffe dann so viele eigene Leute in den Rücken. Darauf wird es hinauslaufen. Okay, ja. Wenn ich possesse jetzt. Du da. Werfen. Okay. Das ist ziemlich, ja gut, jetzt kann. Ja gut, jetzt kann ich halt wenig machen, ne? Da kann ich mal zuschlagen. Das ist also der Axe-Effekt, ja? Aua, okay, selbst erwischen. Die halten aber einiges aus, die mit der Sense. Ich würde gerne wieder. Verlassen. Ah, okay. Das sind noch welche mit diesen. Waren noch welche. Okay, das Possessen ist auf jeden Fall lustig. Vielleicht mache ich später davon noch. Oh, jetzt habe ich selbst... jetzt habe ich selbst dieses... Okay, das... das sind Ritter. Beziehungsweise... Müssen nicht unbedingt Ritter sein. Die haben einfach einen schönen Topfhelm auf und haben ein Schwert. Karre, Trankverkäufer, Heuballkrieger, Bauern, Halblinge. Halblinge waren diese kleinen Dinger, okay. Bauern, die haben wir auch schon gesehen. Die Heuballkrieger, Trankverkäufer, die dürfen das. Die Ernte haben wir gesehen. Schurke. Oh mein Gott. Okay, die Schubkarre, ja? Haben wir noch einen Ernter dazu? Und, okay, einer wirft mit Steinen, einer hat eine Heugabel und der schiebt, ja? Und das Ding ist so teuer. Sag mir bloß nicht, das Ding funktioniert wie ein Streitwagen oder irgendwas in der Art. Oh mein Gott, der rasiert da einfach durch. Oh Gott. Schon erledigt worden. Aber hey, die Ernter, die sind gar nicht mal so schlecht. Gut, ich meine, weitreichende Angriffe mit der Sense.
Selbst possessen. Aua. Das hat's jetzt versaut. Und die Vogelscheuche? Ich möchte erstmal so richtig sehen, was die können, bevor ich dann auch wirklich anfange. Oh, lieber eine Halblinge. Ach, die werden wirklich, das sollen so Hobbits sein quasi, oder Halblinge. Tatsache, die Vogelscheuche schmeißt so mit Krähen auf. Na gut, die Halblinge halten die einfach nur auf. Erwischt. Machst du bitte nochmal die nächste Krähen? Oh, ja. Ja, nein. Aua. Okay, das geht ziemlich schnell, wenn er mal erwischt wird. Aber an sich war die Idee gar nicht mal so schlecht. Wie gut sind die Trankwerfer? Ich meine, die kommen ja relativ eng, ne? Nicht, dass du drei Stück hab. Und dann von mir erst ein paar Halblinge an der Front erstmal, die erstmal ein bisschen ablenken. Das sollte reichen. Hui, Ballenkriege. Ey, das läuft gut. Ich meine, diese. Oder mal. Ah, ich glaube, diese Tränke machen aber nicht unbedingt Schaden. Sie sind eher. Oder? Ich glaube, sie verwirren eher die Gegner. Ja, ich glaube, es ist eher eine Art Verwirrung, aber das bringt nicht wirklich viel, wenn die jetzt trotzdem ankommen. Ah, nee, oder ist das dafür. Sie irgendwie besoffen, glaube ich. Wahrscheinlich sind die echt besoffen oder sowas, ne? Die fallen immer wieder hin, dann ist total schwummrig. Ja. Okay, so viel dazu. Ich meine, der Schubkarren war lustig, aber es hat nicht so viel gebracht. In Kombination vielleicht mit ganz vielen. mit Bauern dazu. Die dann in die aufgelöste Formation da so richtig rein, wenn der mal durchgebrochen ist. Erfolgreich. Ich hoffe, dass es funktioniert soweit. Ja, und jetzt die Bauern und. Ja, das sieht gut aus. Das ist so bescheuert. Ja. Ich trau mich da gar nicht. Ich will das Ding gar nicht selbst fahren. Das deckt die Versicherung nicht. Ey, das ist gut, das ist gut. Nein! Ja komm, hau ihn! Was machst du mit der Mauer? Ja, gib's ihm! Yay, was auch immer der mit ihm gemacht hat. Uff, also so von der Perspektive sieht das noch einen richtig bösen Schlag aus. Aua. Okay, Ulla, Bogenschützen. Was seid ihr? Baden? Okay. Habe ich irgendwas, was mich... Ich meine, ich bräuchte wirklich was schnell durchbricht, ja, aber ansonsten... Komm, versuchen wir es erstmal mit einem fetten Bauern- und Halblingaufstand. Einfach mal zu gucken, was die Gegner so können, was die Baden so machen, etc. pp. Die springen halt wirklich die Gegner an, das ist Wahnsinn. Auf geht's! Okay, au. Okay, die Bögen sind böse. Aber jetzt... Brechen wir durch. Die Baden sind, glaube ich, wirklich nur zum... Okay, das läuft überraschend gut. Ich wollte eigentlich nur gucken, was die... Ich hätte nicht erwartet zu gewinnen, ich wollte nur gucken, was die machen. Die Baden, die rennen wirklich nur weg und spielen... Was zum... Also wenn die jetzt alle... Ja, da hat sich echt noch einer versteckt. Jetzt stellt mal vor, die wären dem einen alle hinterher... hergesprungen. Wie bescheuert ist das denn? Die springen sogar lieber runter, statt zu kämpfen. Okay. Schwer... Katapult.
Aber sowas wie eine Schubkarre sollte er doch nicht treffen. Ich kann drei Schubkarren machen. Oh, komm, eine davon fahren wir wirklich selbst. Jetzt möchte ich es mal gucken. Ach du liebe Zeit. Ah, oh Gott, ich krieg das Ding gar nicht kontrolliert. Hallo, Katapult. Wie zur Hölle steuere ich das Ding? Ah ne, ich steuere gar nicht die Schubkarre an sich, sondern nur den einen Dude, der da drauf sitzt und mit Sachen wirft, ne? Alter Falter. Was seid ihr? Oh Gott, da ist ein König. Okay. Und Magier. Okay, alles klar. Und ja, übrigens, weil ich ja jetzt den Totally Accurate Battle Simulator spiele, ich kenne auf jeden Fall auch den Ultimate Epic Battle Simulator. Ich glaube, den ersten habe ich sogar da. Der zweite kommt ja demnächst. Könnte ich mir vielleicht auch mal angucken, aber mir geht es eher gerade darum, so was Lustiges zu spielen für zwischendurch. Ein paar Vogelscheuchen vielleicht. Wie sieht's aus? Ein paar Halblinge ins Gesicht vielleicht, lieber König. Den einen oder anderen Trank vielleicht gefällig. Wir müssen ja nicht immer alles mit diesen... Wir müssen ja nicht immer alles mit den Schubkarren lösen, aber auch wenn die lustig sind, wie so... Moment, meine die... Sind das Heiler oder was machen die? Erstmal ein paar Krähen ins Gesicht hier. Aber der König scheint seinen Spaß zu haben. Warum kriegt der hier... Lichtstrahlen in seinen Solarplexus? Ist ein Heiler wahrscheinlich, ne? Das heißt, eigentlich müssten die Heiler irgendwie... Boah, voll die Flasche in den Rücken. Genau, mach die Heile mal weg. Genau, jetzt reicht das noch? Wieso wage ich das zu bezweifeln? Ach, da ist noch ein besoffener Halbling. Ja, oh, da kommen noch Krähen. Jawohl! Ich habe ganz vergessen, dass die auch noch da sind. Gut, dann hat das ja funktioniert. Ich bin selbst überrascht, dass es funktioniert. Ich glaube, Ultimate Epic Battle Simulator... Oh, eine schöne Stadt. Ich glaube, Ultimate Epic Battle Simulator ist wirklich die Inkarnation von... Ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert. Taktiken. Oh Gott, das sind so teuer. Uff, dann wundert's... Ja, das sind die mit dem Schwert wahrscheinlich, ne? Oder waren das... Ne, Knappen waren das. Was waren dann, Ritter? Olla, okay, dann ist das nochmal was anderes. Wir haben... Oh, das ist jetzt eher antik, ne? Das sind so wirklich... Das sind einmal römische... Turmschilde und da hinten eher klassische Phalanxen. Verlangen. Ich habe das Verlangen nach Verlangen und Bogenschild. Kann ich... Das hier sind wirklich Wege nach oben, ne? Das heißt, ich könnte Bogenschützen oben positionieren. Ich wünschte, ich könnte den Eltern noch sagen, dass sie zurückhalten bleiben sollen. Warte mal, wenn ich jetzt hier oben... Geht das? Tatsache, ich könnte hier oben Bogenschützen platzieren. Da oben wahrscheinlich nicht, ne? Doch, kann... Oh, kommen die da überhaupt hoch? Eigentlich nicht, ne? Das macht es nochmal interessanter. Ich habe keine Ahnung, was die Barden machen, außer auf den Sack zu gehen, aber das können sie eigentlich auch mal ganz gut. Vielleicht ein paar Knappen? Knappe. Noch ein Ritter, der an der Stelle aufpasst. Vielleicht noch ein paar Knappen. Da und da. Schisch. Noch ein Knappe und noch ein Bade, was soll's. Okay, ich merke das Problem in meinem Plan. Die müssten halt auch stehen. Die müssten halt auch... Der bleibt stehen. Oh, ich meine, der Ritter macht sich, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, ne? Es ist natürlich ein bisschen blöd, dass die Bogenschützen nicht unbedingt auf Position stehen bleiben wollen. Aber ich glaube, das kriegen wir. Der lebt noch, oder?
Ja, tu nicht so. Stell dich nicht tot. Ha! Hast du davon. Wie viele Missionen haben wir jetzt eigentlich? Ich meine, wir sind jetzt schon bei einer halben Stunde etwa. Gut, okay, das geht. Das sind so richtige Spartaner hier, ne? Also. Das sind so wirklich gepanzerte Obliten, würde ich schon fast sagen. Aber sie enden ein bisschen an. Okay, interessant. Schon lustig, dass man immer von einem Zeitalter gegen das andere kämpfen. Wieso habe ich so das Gefühl, dass so ein Katapult bestimmt wehtut? Wenn da die Formation so ankommt und dann kriegen die ein bisschen was rein. Das allergrößte Problem ist, nachdem das Katapult fertig ist, haben wir nichts mehr zum Nachdrücken. Außer vielleicht einen einzelnen Knappen auf jeder Seite. Von daher kann ich nur hoffen, dass das funktioniert. Oh, okay, ich... Ich hätte nicht gedacht, dass es gleich mit dem ersten Schuss funktioniert. Uff. Die Perser hätten nur Katapulte gebraucht und schon wäre alles gut gewesen. Oh, Skorpione. Da die, glaube ich, gut gegen Einzelziele sind, sollte ich nicht unbedingt einzelne starke Einheiten nehmen. Ritter mit einigen Knappen klingt eigentlich ganz gut. Ob Heiler so viel bringen? Ich weiß nicht, was die Baden machen. Ich glaube, die machen ja noch nicht mal irgendwas, oder? Die sind nur zum Ablenken da. Ich glaube, mehr tun die nicht. Weil würden die wirklich irgendwas buffen, wären die nicht so günstig. Das kann ich mir nicht vorstellen. Oh, bitte. Oh, knapp nicht. Komm, die können ja ein paar Mal schießen, bevor es losgeht. Angriff! Bitte nicht in den Rücken. Ja gut, das war mal ein Schuss in den Ofen, ey. Alter, die Ballisten. Oh oh. Ah, das ging aber. Jetzt ranstürmen und erledigen. Komm, ich nehme mich jetzt selbst in die Hand. Angriff! Alter! Gut, hat funktioniert. Den hat's ein bisschen zerrupft. Was haben wir hier? Was zur Hölle bist denn du? Oh mein Gott, ist das einer im Kostüm oder ist das wirklich so eine Kuh? So ein Minotaur ist so eine Kuh. Oh Mann, wie schaut denn das aus? Okay, wir haben jetzt welche mit langen Speeren. So verlangen, interessant. Stimmt, da gab es übrigens noch so ein anderes Spiel, das hieß Shield Wall. Kommt mir gerade so in den Sinn. Das wollte ich mir auch mal angucken irgendwann. Ihr seht mir nicht nach etwas aus, das einen guten Pfeilhagel widerstehen kann, ne? Einen guten alten. Aber für den Fall, dass ihr es tut, brauche ich noch ein bisschen Backup. Ritter und ihre treuen Knappen. Okay. Dann kommt nur her. Hui! Noch eine Sache. Ach du liebe Zeit! Okay, ich dachte, dass sie so einen Charge haben, ist ja Wahnsinn. Der nimmt den in die Hand? Der nimmt die beiden in die Hand! Was geht denn mit denen ab? Das kommt aber raus, wenn du Red Bull in deinen Kaffee schüttest, ey. Der Shield Bash. Oh oh. Oh oh. Ich glaube, Bogenschützen sind jetzt nicht unbedingt. Ja. Tu etwas! Ah, die können zuschlagen. Die können zuschlagen. Mit dem. Au. Ich lebe noch! Au. Aua, der hat weh getan. Okay, das war reines Mobbing. Okay, was mache ich da am besten? Vielleicht doch wirklich starke Einzeleinheiten, ne? So zwei Könige mit ihrem fetten Zweihänder hier. Und dazu...
Ich glaube, die hat eine Front. Bei solchen Typen wie den hier, die einfach volle Kanne durchstürmen, kann ich nicht sagen, ich habe eine Frontline und ich habe jetzt noch eine hintere Linie mit Heilern. Das wird nicht so gut funktionieren, wie ich es mir vorstelle. Aber ich könnte ein paar Bogenschützen platzieren, die einfach hier und da ein kleines bisschen unterstützen. Kommen wir zwei Barden, die einfach ablenken. Ein wahrer Ja, ich meine, das Ablenken hat schon mal soweit funktioniert. Genau, die Könige mal richtig durchmähen jetzt mit ihrem Zweihänder. Das ist ein Land, das hat einfach zwei Könige, das passt schon. So, und jetzt können wir mal hoffen, dass die auch gegen die Minotauren halbwegs, aber bitte nicht so nah beieinander stehen. Ich meine, ich könnte selbst einen übernehmen, aber ich möchte erstmal gucken, wie weit das so funktioniert. Haben die sich jetzt selbst umgeboxt, gegenseitig? Sieht zumindest danach aus, irgendwie. Das ist auch so ein Bild für die Götter, ne? Wie die beiden sich hier gegenseitig strangulieren, der König töten. Oh, es ist einfach so panne, das Spiel, aber es ist so gut deswegen. Oh, Mann. Oh, Gott, Eis. Zeus? Zeus? Ah, Schildträger haben wir gesehen. Starissa. Ah, das sind diese langen Phalangen quasi. Hopliten, ja, das sind die gepanzerten. Bogenschütze mit Schlangen? Was zu... Oh mein Gott! Der Pfeil selbst hat solche Augen. Oh mein Gott! Ich bin so froh, dass ich das Spiel blind spiele. Das meiste davon ist so behämmert. Zeus. Ja, Tatsache, Zeus, wer hätte es gedacht. Okay. Hätte ich gerne Zeus und ein paar Leute, die mir mal... Weil den habe ich noch gar nicht gesehen. Ein paar Leute, die mir einfach mal da vorne... Das ist auf jeden Fall Viking hier. Also so Nordmänner. Saga. Die Bogenschützen mit den Schlangen will ich sehen. Okay. Dann bitte Start. Zeus wirft jetzt mit Blitzen, oder? Wie funktioniert das? Oh ja, okay. Ja, okay, ja. Kriegt aber... Selbst... Was genau ist da gerade passiert? Die Schlangenbogenschützen, was machen die so genau? Ich meine, ach, die Tatsache, die Schlangen. Also, es sind jetzt nicht nur Pfeile, Schlangenpfeile quasi, dass die sich in den Gegner so reinfressen. Nee, die landen sogar. Und wahrscheinlich war das die Schlange, die da hinten durch die Bogenschützen durchrasiert ist, oder? Wenn das der Fall ist. Und die spawnen wirklich so nah. Oh oh. Das ist garantiert ein Berserker oder irgendwas in der Richtung. Ich würde aber sagen, das sind ziemlich bad news. Wildschweine und Bären. Wie wär's mit ein paar Schlangen? Ein paar Hopliten. Minotaurus in der Mitte mal zum Durchbrechen vielleicht. Komm, und ein paar Speerträger, so eine kleine Phalanx laufen lassen. Okay. Ich hoffe, dass die Schlangen ihren Job machen. Der Minotaurus geht durch, der Berserker könnte... Ich hätte schon fast befürchtet, dass der endlich wieder Minotaurus so durchrasiert, aber nee, okay, da hat Magie in der Art, wie es aussieht. Der Minotaurus hat seinen Spaß. Das ist so durch. Die Physik in dem Spiel einfach nur. Oh, okay. Im Ernst. 1, 2, 3. Yay! Whee! Das ist so. Wie die vertrimmen einfach nur, ey. Aber ich habe so das Gefühl, dass es trotzdem zu schwach ist. Es ist aber trotzdem so lustig, die Dinge. Okay, wie schaut's aus mit ein paar Mal Zeus? Und ein paar Schildträger, die einfach nur das Cannon-Futter darstellen hier. Ich meine, die Kettenblitze haben durchaus ihre Wirkung. Einschlägige Ergebnisse.
Ich weiß bloß nicht, ob ich den Berserker damit krieg. Ja, den hat es ein bisschen durch die Gegend geweht. Bujaba. Komm, den kriegst du noch. Mach ihn. Du hast schon so viele Blitze im Körper. Gehst du mal bitte tot? Tot? Nein. Okay, vielleicht brauchen wir auch nur einen Zeus. Wie würde es eigentlich wirken, wenn man so die volle Phalanx... eine volle Phalanx machen würden, also richtig übel mit einer richtig schönen tighten Linie. Der Gegner hat auch keine Bogenschützen, von da brauchen wir nicht unbedingt Schilde. Einfach richtig schöne Sperrlinie. Das ist sogar echt günstig, dafür können wir uns sogar noch ein Zeus leisten. Der kommt dann später hinterher. Ich möchte erstmal wissen, wie gut das funktioniert. Sperre! Gut, die Phalanx ist ziemlich schnell aufgebrochen. Bisschen zu schnell für meinen Geschmack. Ich glaube wirklich, effektiv einen Sperrwall halten wird hier nicht so wirklich drin sein. Aber am Ende zählt ja auch oftmals der Wille und so. Aber ich glaube, den hat sie... Warte, hat sie ihn erwischt? Nee, ich hab's geschafft. Gute Arbeit, Zeus. Okay, die sind so nah beieinander gestellt. Ey, die Entwickler hatten doch einfach nur Spaß bei der Arbeit. Das kannst du, anders kannst du das nicht bezeichnen. Versuchen wir dann von der Seite ein bisschen zu schießen mit Schlangenbogenschützen. Und dann noch ein Update kommen. Die Ballisten müssten uns eigentlich richtig gut rein. Ah, Mist, diesen. Teilt sich doch ein bisschen zu sehr auf für meinen Geschmack. Ah, leider. Ne, ich müsste die irgendwie mittig locken, dass die auch alle ins Ballistenfeuer reinrennen. Da. Nein, leider nein. Ich mache jetzt dann gleich mal so einen kurzen Zwischenschnitt und guck mal, wie weit wir im Tutorial sind, nachdem ich diese Mission geschafft habe. Nee. Aber ich bleib mal dabei zu sagen, wir machen mal Ballisten vielleicht hier so seitlich und nehmen hier Leute in der Mitte, um die hier richtig schön reinzulocken. Leicht gemein für die Leute hier in der Mitte, aber das ist ja nicht mein Problem. Dann noch ein Zeus hinten. Und ein paar Hopliten, die mir einfach ein bisschen Zeit schinden, würde ich sagen. Oder so ein Minotaurus könnte auch nicht schlecht sein. Komm, jetzt reinschieben. Ja, so, das hat den Minotaurus fast ein bisschen kaputt gemacht, aber nur fast. Oh, ja gut, nee, ich glaube, das war letztes Mal Zeus, der mit seinen Kettenblitzen da die Bogenschützen rasiert hat. So, es hat auf jeden Fall Spaß. Ballistenfeuer! Nein, nicht verfehlen. Okay, der hat gesessen, aber der andere lebt. Ja, es ist natürlich blöd, wenn man in dieser Situation seine Axt hält. Ja, komm, schieß! Was war das für... Pff. Okay. Ein Bogenschütze gegen Balliste. Komm, das schaffst du. Komm, laden. Wie auch immer der hier lädt. Komm. Yes. Ist irgendwo noch ein Gegner? Da hat sich einer totgestellt.
Uff. So müsstest du auch nicht erwischt werden. Okay, ich würde mal ganz kurz inzwischen... Ja, wenn's kein Wasser in der Nähe gibt, kann man das natürlich auch so machen. Ich will nicht wissen, wie stark die beiden hier sein müssen, die das Boot tragen. Okay, aber ich würde mal sagen, ich mache mal einen kurzen Zwischenstand und guck mal kurz, wie weit wir überhaupt sind. Weil vielleicht müsste ich das... Ah, Piraten, ja stimmt, zu denen habe ich auch mal was gesehen gehabt in so einem kleinen Testvideo zu dem Spiel. Wie viel haben wir jetzt? Oh mein Gott, das ist die letzte Mission! Ja, okay, dann das machen wir im nächsten Part, ne? Wir haben bloß noch die Langschiffe und dann sind wir hier durch. Mit dem, okay, dann passt das, dann machen wir das in dem Part noch. Kein Problem. Ich werde jetzt aber nicht immer so 1-Stunden-Parts machen. Ich werde schauen, dass es vielleicht so 20, 30 Minuten sind oder so, wenn ich so in der Kampagne voranschreite. Das haut dann eher hin und Langschiffe. Ich möchte sehen, was die Langschiffe machen und wenn ich da erstmal einmal so eine Hoplitenfront reinschicken muss. Wisst ihr was? Was ihr könnt, kann ich schon lange. Ich mache jetzt auch mal so eine Keilformation mit Hopliten. Von der Seite schießen ein paar Schlangenbogenschützen. Dann kann von der Seite hier noch ein Minotaurus mit rumwüten von mir aus. Was, wir machen sogar noch eine zweite Linie innen drin. Weil wir so cool sind und weil wir noch so viel Geld haben. Oh. Muss reichen. Was du... was zum... Vielleicht sind die Dudes da drauf stark, oder? Das... Ist jetzt ganz anders gelaufen, als ich es mir vorgestellt hatte. Ich hatte eher gedacht, dass sie ähnlich wie Streit wegen einfach durchlaufen oder sowas. Ich wollte eigentlich nur Das ist mal wieder einer von diesen Fällen. Ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert. Ja, Beginnerklappe. Alles klar. Hätte man das geschafft, war noch kinderleicht, nicht wahr? Vielen Dank, eine Einführung ins Spiel. Vielen Dank, dass du unsere Einführungskampagne gespielt hast. Wir werden dem Spiel durch Aktualisierung weitere Level und Kampagnen hinzufügen, sobald neue Fraktionen spielen. Okay, das war noch von ganz damals wahrscheinlich vom Early Access, weil mittlerweile gibt es ja ewig viel Content. Zwischenzeit kannst du gerne Abenteuerkampagne, die höheren Anspruchkampagne und den Sandbox-Modus ausprobieren. Mit den Funktionen, okay. Ja, und was haben wir jetzt noch vor uns? Eine ganze Menge. Also die Abenteuerkampagne ist, glaube ich, die längste von... Hier, guck mal, das sind 6 Seiten. Vielleicht schaffe ich es ja, mit jedem Part, den ich mache, eine Seite zu machen. Also so jeweils 12 Missionen. Ah, okay, dann haben wir hier das Endstation-Mod. Okay. Auf jeden Fall ist es eine ganze Menge, was wir vor uns haben. Dann höherer Anspruch für eher schwerere Schlachten. Dynastie, das ist so eher asiatisches Setting. Also hier japanisches Setting vor allem. Renaissance. Piraten, gruselig, Simulation und wilder Welt. Es gibt viele verschiedene Themen. Und ihr könnt mal schreiben, wie euch das Spiel gefällt. Ich werde demnächst mal weitere Parts aufnehmen, mal gucken, wie lang es wird. Also ich werde einfach mal, also ich halte es als Let's Play und nicht als meine Runde, weil ich tatsächlich ein bisschen mehr spielen will. Wie weit ich es durchspiele, ob ich wirklich am Ende alles mache und welchen Abstand es kommt, werdet ihr einfach sehen. Je nachdem, wie es lustig und launig ist. Aber ich habe auf jeden Fall viel Spaß gehabt und ich mache auf jeden Fall noch eine Weile. Und dann bedanke ich mich mal fürs Zusehen. Wir sehen uns dann wahrscheinlich bei den ersten Missionen vom Abenteuer. Bis dahin. Bye, bye.